Wie du mit meiner Mallorca-Karte die besten Plätze findest und dabei noch Zeit sparst, das zeige ich dir in diesem Video. Ich bin Dirk von Schokozeit. Und wer mich kennt, weiß, dass ich schon recht viel und lange auf Mallorca unterwegs bin, um dort Fotoshootings zu machen und auch natürlich Urlaub zu machen. Ja, leider habe ich da schon sehr, sehr viel Zeit auf der Straße verbracht und viel suchen müssen und leider auch sehr, sehr viele Kilometer verfahren. Ich hätte mir gewünscht, so eine Karte hätte es früher schon mal gegeben. Und ich möchte dir diese Karte heute einfach mal vorstellen. Ich habe dafür eine Demo-Karte angelegt. Und zwar gehen wir einfach mal hier auf so einen Punkt. Und hier habe ich vermerkt, Landhotel Candavero. Sehr schönes Landhotel. Ich war schon selber sehr, sehr oft dort, sind mittlerweile Freunde. Und wie ihr seht, ich packe dort immer ein paar Bilder mit rein zur Beschreibung und auch einen Text, was also euch dort erwartet. Das habe ich für verschiedene Stellen gemacht. Hier unten zum Beispiel eine gute Stelle am Flughafen, wo ihr solche Bilder machen könnt, wo dann im Endeffekt das Flugzeug auch mit zu sehen ist. Ja, leider dauert die Ladezeit bei Google immer ein bisschen länger, aber wie ihr seht, solche Sachen sind dort hinterlegt. Ja, und Hotspots wie diese, wo man schönen Sonnenuntergang im Meer fotografieren kann, oder hier unten den Strand Estrenk. Dann habe ich hier oben einen Strand zum Beispiel, der ziemlich einsam ist, wo ihr 30 Minuten leider hinlaufen müsst, aber Beschreibung ist alles mit dabei. Hier vorne, was haben wir hier hinterlegt? Ja, ach ja, genau, das ist eine Reitstation, heißt also, wenn ihr zum Beispiel selber reiten wollt, egal ob für Fotos oder so, dort ist ein deutscher Anbieter, die haben sehr gute Pferde, sehr freundlich, man geht mit den Pferden sehr, sehr gut um, also sehr zu empfehlen. Hier vorne habe ich dann noch Valdemosa zum Beispiel, dort war ich auch schon shooten, eine sehr schöne Stadt in den Bergen, sehr schöner Ausblick und vor allen Dingen im Frühjahr, wenn die Blütezeit ist, alles sehr, sehr schön am Blühen dort, weil die Leute sehr, sehr viele Pflanzen aufsetzen. Schokozeit selber ist in Cala Mayor, habe ich auch hier mit eingebaut, aber gut, der ist sicherlich nicht so wichtig für euch. Aber wie ihr eben halt seht, es gibt verschiedene Stellen hier. Ach so, hier habe ich auch noch einen allgemeinen Infobutton zum Thema zum Beispiel Automietung auf Mallorca. Auch dafür habe ich einen Bereich abgesteckt. Und dort findet ihr alle Infos, die ich bisher sammeln konnte. Erfahrungen, die ich sammeln konnte, sind da drin beschrieben. Ja, für wen ist diese Karte jetzt eigentlich? Eigentlich für alle, die gerne auf Mallorca sind und dort reisen wollen, also nicht nur einfach an einem Hotel und Strand, und natürlich auch für alle Fotografen, die dort Shootingplätze suchen und nicht erst mit dem Modell noch unheimlich lange rumfahren wollen. Das habe ich leider am Anfang sehr, sehr oft gehabt, dass ich einen halben Tag lang gefahren bin und weiß dann auch, dass einige Modelle dann schon mal ein bisschen, ja, genervt sind oder eben halt nicht mehr so gut drauf sind, sagen wir es mal so. Das könnt ihr umgehen, indem ihr einfach meine Shooting-Locations hier nutzt, die ich alle hier schon hinterlegt habe. Und klar, es gibt eine Demo-Version, die ihr einmal kostenfrei nutzen könnt, wo ihr also die Möglichkeit habt, zu sehen, wie das alles funktioniert. Das heißt, wenn ich also auf so eine Location gehe, kann ich von hier aus auch direkt die Route darin berechnen lassen. Das Ganze funktioniert auf dem PC, Mac oder auch auf dem Smartphone, egal wo. Ihr braucht nur dafür eine Google-Adresse, um euch dort dann anzumelden, und lasst euch dann direkt die Route dahin berechnen. Wer diese Karte jetzt testen möchte, hat die Möglichkeit, auf meine Webseite zu gehen. Den Link dafür, den baue ich euch unten mal in die Beschreibung rein. Geht dann weiter runter. Hier ist also auch nochmal die Beschreibung alles dazu. Hier ist der Countdown, wie lange es die 50% Rabatt für diese Karte gibt. Die Karte wird natürlich mit der Zeit auch teurer werden, weil immer mehr Locations hinzukommen. Die Updates sind kostenlos. Und hier unten ist dann einmal die Möglichkeit, wo ihr sagen könnt, kostenlos testen. Und dann landet ihr auf meiner Karte, die ihr kostenlos testen könnt. Entschuldigung, diese hier. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Erklärungen zur Karte sind, denke ich, einfach. Wenn ihr aber dennoch Fragen habt, postet die einfach hier unter das Video oder schickt mir eure Nachrichten. Und fast hätte ich was Wichtigste vergessen. Es wird eine Facebook-Gruppe für alle, die diese Karte haben, geben, wo die Leute sich untereinander austauschen können. Heißt, wenn also mal eine Location nicht mehr so ist wie auf den Bildern beschrieben, dass man das ändern kann. Oder wenn ihr auch selber Location-Tipps habt, dass wir die hinzufügen können. Und vielleicht kann man sich dort ja auch zu einem oder anderen Treffen verabreden, für alle die diese Karten nutzen. Das werde ich also auch noch mit anbieten.
Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Like oder drückt Gefällt mir, wie auch immer, wo ihr gerade dieses Video schaut. Und ich würde freuen, wenn ich von euch höre. Ciao!